Oft genug habe ich schon gesagt, dass man kein Raketenwissenschaftler sein muss, um EU-Fördermittel zu beantragen. Damit wollte ich einfach verdeutlichen, dass jeder Mensch mit einem Unternehmen, einer Vision oder einem Projekt für die Zukunft Chance hat, Fördermittel zu erhalten. Aber das schließt natürlich nicht aus, dass Menschen mit hohem technologischen Know-how nicht die Chance auf solche Förderung haben. Und damit sind wir schon komplett beim Thema. Ich bin heute am IHP, dem Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik, und zusammen mit der TH Wildau wurde hier ein Projekt geschaffen, das hilft, neue Technologien für die Datenübertragung zu entwickeln. Und wie das Ganze funktioniert und was die überaus einprägsame Abkürzung HOPBIT damit zu tun hat, das schauen wir uns jetzt mal an. HOPBIT steht für Hybride Organik-Silizium-Photonik für die hochbitratige Datenübertragung. Und wie der Name schon sagt, wir versuchen hier mit der Mikroelektronik, die aus Halbleitern besteht, die Organik zu verbinden. Und das Ganze dient dann der hochbitratigen Datenübertragung. Das heißt, dass wir dann auf dem Chip die elektronischen Signale in optische Signale umwandeln und dann damit für längere Strecken eine Datenübertragung realisieren können, wie zum Beispiel in einer Glasfaser. Mhm. Den Chip, den Sie konstruieren, der ist schneller als bisherige und vor allem auch energieärmer. Können Sie kurz mal erklären, wie das in der Praxis Anwendung finden wird? Zum Beispiel in Serverfarmen von Google, Facebook und so weiter. Dort ist der größte Energieverbrauch und dort findet es Anwendung, wenn man jetzt verschiedene Server miteinander verbindet oder einzelne Racks, aber auch zum Beispiel zu Hause, überall dort, wo eben die Elektronik in optische Signale umgewandelt wird. Nun ist die Forschung an dem Projekt sehr ressourcen- und kostenintensiv. Sie wurden vom EFRI gefördert. Wäre das Projekt überhaupt ohne eine solche Förderung möglich gewesen? Das wäre in dieser Art nicht möglich, weil wir streben immer auch einen Technologietransfer an. Das heißt, die Forschungsergebnisse, die wir hier erzielen, wollen wir natürlich auch nutzbar für die Industrie machen. Und deshalb ist dafür ein hoher Materialaufwand notwendig, aber auch die Personalbindung ist sehr hoch. Und man könnte Voruntersuchungen machen, aber ein Transfer wäre nicht ohne Förderung möglich. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Technologie, die hier im Projekt HOPBIT entsteht, von uns allen jetzt bzw. in Zukunft täglich genutzt wird. Wie zum Beispiel bei euch. Ihr schaut das auf Facebook und es wird von Datenservern aus den USA zu euch nach Hause übertragen. Und die Infrastruktur dafür liefert ein Unternehmen aus Brandenburg. Da kann ich nur sagen, hey, in Brandenburg, da geht was.